Auf das eine Glas kommt die Platte mit der großen Masse und auf das andere Glas die Platte mit der kleinen Masse. Und wir lassen die Kugeln drauffallen. Okay, damit hat es funktioniert. Also die Erklärung, wir haben die größere Masse auf dem Glas gehabt und diese Masse dämmt den Aufstoß der Kugel. In der kleinen Masse wird der Aufstoß stärker weitergegeben und dadurch zerspringt das Glas.